Okay. Da hat es mir mal meine Kampagnen verhauen. Muss ich mal neu starten. Aber was ich jetzt machen werde, ist Gefecht. Weil hierüber kann ich kein Gefecht starten. Der letzte Widerstand? Nein. Okay. Benutzerdefinierte Spiele privat. So, ich möchte imperiale Armee und den Generalfeldmarschall, weil der hat Bunker, der hat die Geschützkanonen, der hat den Massabwurf und ein paar andere schöne Sachen. Die Inquisitorin hat nicht ganz so schöne Sachen. Und ja, da Lord Kommissar auch nicht. Also bleiben wir bei ihm. Bleiben mal beim Kadianischen Regiment. Ich habe keine Lust, was anderes auszusuchen. Computerspieler normal, aber... Ja, nehmen wir wieder die Raffinerien von Calderis. Und Gefecht beginnen. Imperiale Armee ist hauptsächlich Verteidigung. Und schwere Panzer. So müssen wir auch versuchen zu spielen. Mal sehen, wie eingerostet ich bin in Gefechtsmissionen. Hip bin schon unterwegs. Kadianer sind alt, kommt in Gang, Soldaten. Ja, Infanterietrupps sind hier viel größer. Und auch der Generalfeldmarschall hat ganz Warten auf Befehl, wir andere erobern das Ziel, Sir. Hier kommt Zeit für etwas Bewegung. Ein guter Gewinn. Fähigkeiten. Wir haben Siegespunkt bei dieser Position. Plattenrüstung, ein Sergeant. Sergeant wäre zum Beispiel nicht mal, gar nicht mal so schlecht fürs Erste. Kadianas, in Deckung, Männer. Anforderung wird bearbeitet. Bewegung, Männer. Oh, und ich habe einen Siegpunkt mit Strauß gemacht. Ah ja, egal. Schwerer Waffentrupp. Energiepunkt eingenommen. Wart kommt in Gang, Soldat. Anforderung wird Bewegung, bearbeitet. Männer. Kommt in Gang. Wir erobern das Ziel. So, wir befestigen den Punkt, dass wir etwas mehr Energie kriegen. Und rufen für ihn mal den Sergeant. Der ist nämlich schon mal nicht schlecht für den Anfang. Wir haben einen Anforderungspunkt gefunden. Oder? Mitten in Verbesserungen. Ja. Wir haben die Position erobert. Ich erledige das. Sir, Energiepunkt steht bereit. Bewegung, Männer. Wen haben wir als Gegner? Geht in Deckung, da drüben. Oh. Wir sind hier im Kampf. Auf dem Weg. Gut, ich rücke vor. Die Eldar. Das ist ein Kontrollpunkt. Eine Anforderung errichtet. Wart kommt in Gang, Soldat. Ich sehe ihn, Sir. Dann los. Mach die Eldar fertig. Jo, machen wir die Runenprophetin fertig. Befehl ist, wir sind jetzt unterwegs. Ihr sucht mal Deckung. Wir haben einen Vorteil. Vorerst. Nutzt eure Deckung, Männer. Ich brauche noch mindestens einen Trupp. Und dann holen wir uns mal den Generatorpunkt und den Anforderungspunkt da unten. Nur zu nehmen das Ziel ein, Sir. Weil wir brauchen dringend mehr Anforderungspunkte. Wir sind hier, an die Arbeit. So, dafür brauche ich Bastionsstufe 2. Anforderung wird bearbeitet. Für Kommissare und Plasmawerfer. Und auch für Chimären. Die kann ich dann, glaube ich, sogar zu Todeswürfen upgraden. Okay, Punkt wegnehmen. Und den Anforderungspunkt erobern. Kommt in Gang, Soldat. In Deckung, Männer.
Ja, deswegen nehmen wir den auch gleich ein. Bewegung, Männer. Sir, der Generator ist in Betrieb. Das ist ein strategischer Punkt, zweifellos. Hier kann ich keine Generatoren mehr bauen. Das heißt, ich muss entweder einen von denen. Sie werden uns im Nahkampf zerfetzen. Energiepunkt erobert. Ich werde attackieren. Hoffentlich ist das auch wichtig. Achso, gibt dem Trupp Ausrüstung. So, ich warte jetzt aber erst einmal, dass wir die Stufe freischalten können. Der Energiepunkt geht verloren. Und hole mir den Energiepunkt hier oben zurück. So wie ich mir auch den Punkt hole. Ein Energiepunkt, verstanden. Werde den befestigen. Wir sind hier im Kampf. Die Elder sind in Deckung. Zum Zielpunkt. Wir könnten bessere Deckung gebrauchen. Okay. Verbesserung. Energiepunkt steht bereit. Gehen wir in Deckung. Da zeigen wir es. Und die Ironenprophete davon abhalten, uns den Punkt zu mobsen. Bewegung, Männer. Anforderungspunkt wird erledigt. Holen wir uns den Anforderungspunkt. Der Energiepunkt ist sicher. An dem platzieren wir doch wenigstens einen Generator. Kommt in Gang, Soldaten. Wer hat die uns hier ganz dreist die Anforderungspunkte klaut, um uns abzulenken? Gut, wir haben einen Generator. Jetzt fehlt uns nur das Upgrade, dann können wir uns noch mehr Verbesserungen holen. Scharfschützengewehr zum Beispiel. Warten auf, kommt in Gang, Soldaten. Wir haben den. Gut. Kommt in Gang, Soldaten. Ihr sichert hier, ihr sichert hier. Das Scharfschützengewehr finde ich ganz nützlich. Zurück in den gewährt die Fähigkeit Beschuss. Wir haben einen Vorteil. Vorerst. Nehmen wir mal noch den da auf und ein Trupp Gardisten. Kommt in Gang, Soldaten. Zeigt ihnen kardianische Wildheit! Kommandant, Kardianer sind allzeit in Deckung, Männer. Gehen wir in Deckung, da drüben. Wir könnten eigentlich fast schon versuchen. So, der Kommandant hat jetzt schon immer ziemliche Vorteile. Rüstungsupgrade. Warten, Bewegung, Männer. Und jetzt heißt es Stellung halten. In Deckung, Männer. Angriffsausrüstung oder Panzerabwehr, Angriffsausrüstung. Oh. Das ist jetzt aber unschön. Ich könnte Manticus holen, ich hätte aber lieber gerne neben dem Rustpanzer. Wir werden angegriffen. Ich will attackieren. Ihr braucht dringend so eine Verbesserung. Wir erobern das Ziel, Sir. So, und jetzt sparen wir uns ein bisschen Anforderungspunkte zusammen, um das nächste Upgrade freizuschalten. Melde Feindkontakt. Die Ziele sorgfältig auswählen. Elder Waffenteam hat angegriffen. Ist das auch richtig? Ich höre uns, bin in Bewegung. Hier mal weiter nach vorne. Ja, die könnten Multilasergeschütze aufstellen, die ein bisschen helfen würden. Ich könnte
Und unser Held ist eine Stufe aufgestiegen. Das ist sehr schön. Und wir können das Upgrade kaufen. Das ist ziemlich zerstört. Nur zu. Wir holen ihn nun, Sir. Energiepunkt wird angegriffen. Befehle, Sir. Ihr kriegt auch mal das Upgrade. Das ist auch böse. Der Kommissar erhöht das Truppen-Upgrade. Deswegen gebe ich den auch gleich mal aus. Der Anforderungspunkt ist in Gefahr. Anscheinend ist unsere Anforderung endlich bearbeitet worden. Ein Anforderungspunkt, der in Gefahr ist. Wir beenden diese Aufgabe, Männer. Elder Waffenteam hat angegriffen. Wir werden angegriffen. Deckung hält. Der Befehl lautet Angriff. Elder, gib mir eine Chance. Der Beschuss ist zu heftig. Hoffentlich zeigt es dem Abschau. Reaktor fällt nicht ganz so gut. Holen wir noch einen Funker. Dazu. Wir sind jetzt unterwegs. Dann los! Und jetzt wird am besten auf den lieben Wasp gespart. Wir sind jetzt unterwegs! Jetzt haben wir eine maximale Kapazität. Dann los! Wir sind jetzt unterwegs! Okay. Wir sind jetzt unterwegs! Ah ja, das kostet Anforderungspunkte. Wir werden uns im Nahkampf zerfetzen! Kommandant einsatzbereit. Warten auf Befehle. Kommt in Gang, Soldaten. Gut. Im Augenblick haben wir den Vorteil. Wir haben einen Vorteil. Vorerst. Bewegung, Männer. Ja. Ich ziehe euch mal zurück. Und überlasse die Deckung den Gardisten da oben. Nur zu, Sir. Sir, Sie haben uns festgenagelt. Feindliche Streitkräfte in Sichtweite. Okay, ihr zieht euch auch mal zurück. Weil mit der blöden Feuerplattform können wir es nicht so leicht aufnehmen. Ein Siegespunkt geht verloren. Gebäude wird angegriffen. Ich greife an. Warten auf Befehle. Infanterieverstärkung ist in Gang, Soldat. So. Die Verstärkung ist hier. Wir stehen gern zu Diensten, Sir. Gehen wir in Deckung, da drüben. Bewegung. Nachgefüllt. Da müssen wir wieder mal in die Mitte. Warten auf Befehl. Zusätzliche Truppen haben sich zum Dienst gemeldet, Sir. Kadianer sind allzu. Kommt in Gang, Soldaten. Die Verstärkung ist hier. Gott. Bewegung, Männer. Unsere eine gute Verbesserung, Kommandant. In Deckung, Männer. Gardisten sind bereit. Gehen die Gardisten bleiben mal da oben. Wir haben nämlich noch den Vorteil. So, der lieben Was ist in Produktion. Sie werden uns noch ein Elder besiegt. Warten auf Befehle. Feuer konzentrieren, Soldaten! Befehle, Sir? Ah, und da ziehen sie sich zurück. Wächter, oh! Da war ja noch was hinter uns. Nur zu, Sir. Elder, abschau. Maschine bereit. Befehle, Sir. Wir sind jetzt unterwegs. Und wir haben unseren Baneblade. Der kriegt erstmal eine verstärkte Panzerung. Oh! Ein Autark. Dann los. Ihr zieht euch auch mal zurück und werdet aufgerüstet. Warten auf Befehle. Wir haben den Anforderungspunkt, Sir. Der Energiepunkt da oben ist eigentlich relativ egal. Jo. Verstanden, Sir. Ich würde sagen, da wir jetzt einen Panzer haben, gehen wir mal zum Angriff über. Bewegung, Männer. Angriff starten!
Also zu einem ordentlichen Angriff. Unser Gebäude wird anvisiert. Ein Anforderungspunkt. Wir müssen nur zugreifen. Wächter sind hier. Warten auf Befehle. So, ihr werdet nachgerüstet. Die Kardianer melden sich zum Dienst, Sir. Wir sind hier. Was ziemlich schnell geht. Kommt in Gang, Soldat. Da wo gleichzeitig immer drei verstärkt werden. Befehle, Sir. Bewegung. Wir verlieren einen Anforderungspunkt. Warten, kommt in Gang, Soldat. Und da ist die Ruhenprophetin wieder. Genau, wir können ja mal den Punkt zerstören. Da ist sogar eine Laserlanze jetzt. Gut. Ich hätte schon längst mal einen Bunker bauen können. Zielgebäude eliminiert. Gut, ich rücke vor. Wir sind jetzt unterwegs. So, gleich haben wir einen Bunker. Elder gesichtet. Womöglich wurden wir. Melde Feindkontakt. Wächter sind hier. Mal doch hier mal einen Bunker. Wir sind dann los. In Deckung, Männer. Rein. Bewegung. Bewegung, Männer. Jo. Banshee-Angriff. Jetzt haben wir sie eigentlich eingekesselt. Sie kommen nicht mehr aus ihrer Basis raus, so. Wir werden angegriffen. Und gesiegt. Das war ja doch schön. Und dieses Mal gegen normale Gegner, nicht damals, als ich Tyranniden gespielt habe. Gut, da habe ich auch Vernichtung gespielt, wo ich gegen einfache KI gespielt habe, die eigentlich nie was produziert hat, nur mit dem Helden immer rumgerannt ist. War das doch schon ein bisschen spannender. Ja. Freue ich mich drüber, dass ich gewonnen habe. Das ist halt... Ich muss ehrlich sagen, der Multiplayer, also das Gefechtssystem von Dawn of War 2 ist schon cool gemacht. Halt ein bisschen mehr auf Action getrimmt, nicht mehr Basenbau, aber man hat halt noch seine gewisse Taktiken, die man einsetzen kann und sollte. Wie ich jetzt zum Beispiel mit dem Bunker hier das Ganze dicht zu machen. Die Bunker sind nämlich gar nicht mal so schlecht, vor allem gegen Infanterie, und man kann sie upgraden, was es noch viel besser macht. Ja, der Gegner hat noch ein paar seine beiden Laserlanzen, was ein Versuch zu rushen unmöglich macht, genauso wie bei mir halt mit meinen Wächterkanonen. Und sie hatten den Punkt da unten noch, aber ansonsten habe ich sie halt jetzt in die Ecke gedrängt, und dadurch, dass ich Siegpunkte Gefecht gemacht habe, habe ich sie vernichtend geschlagen. Ich hätte auch einfach die beiden Punkte nur halten brauchen und den dritten in Ruhe lassen können. Da hätte ich es ein bisschen rauszögern können. Aber so war das eigentlich ganz lustig. Gut, weiter. Ja, man muss wirklich eher mit solchen Bunkern arbeiten und dann mit schweren Waffenteams. Das macht das Ganze noch ein bisschen lustiger. Kommandantpunkte, Einheitenpunkte, Ressourcenpunkte, alles voll. Nur sie ist halt bei Ressourcenpunkten gesammelt. Also gesammelte Anforderungspunkte, Energiepunkte. Gebaute Energiepunkte hat sie halt eins mehr als ich. Verloren hat sie zwei Ressourcenpunkte. Kommandantenstufe habe ich vier, sie nur eins, weil sie halt mit ihrem Kommandanten, also der KI-Gegner mit seinem Kommandanten hauptsächlich rumgerannt ist und sogar einmal gestorben ist.
Einheiten habe ich halt mehr getötet und wie konnte ich 19 verlieren, wenn sie 14 nur getötet hat? Wahrscheinlich durch Sperrfeuer hat das nicht ganz gezählt. Verstärkungen produziert und so weiter. Punkte erobert, verloren, Kontrollpunkte, Punkte Bestzahl, ja. Gut. Dann würde ich sagen, war's das mal wieder mit einer Season Dawn of War 2. Ich weiß nicht, was hier mit den Kampagnen kaputt gegangen ist. Muss ich einfach mal nach einem Neustart gucken. Ja, dann wird es irgendwann noch eine dritte Staffel geben, aber da will ich jetzt noch nicht zu viel von verraten. Also, vielen Dank für euer Zusehen erst einmal. Und dann sehen wir uns zu meinen anderen Projekten oder zur dritten Staffel. Bis dann!